Hallo liebe Leute, grüße euch. Ich war ja heute Nachmittag auf Tour mit meiner Süßen, habe ein paar Orte, historische Orte und Gebäude in Berlin aufgenommen. Da kommt das Video morgen. Und da sind wir auch hier vorbeigefahren, Habeckhaus, Bundeswirtschaftsministerium. Das ist hier hinter mir. Ja. Und da gibt es Tag der offenen Tür. Das ist auch, Baerbock hatte Tag der offenen Tür. Und hier Wissing ist gegenüber, hier hinter mir, da ist das Verkehrsministerium. Und man kann jetzt nicht sagen, dass der Bär hier im Kettenhemd steppt. Ja, weil es ist hier gar nichts los. Das ist irgendwie hammerhart. Ja. Ich zeig das mal kurz. Hier ist eine Band. Und das ist Tag der offenen Tür. Also wenn ich nicht alles täusche, aber sollte es so sein. Ja, ein paar Leute haben Spaß. Ja. Fahrradcheck. Aber ich frage mich gerade, ob das wirklich vom Wirtschaftsministerium ist, weil hier nämlich gar nichts los ist, aber offensichtlich schon, weil hier sind richtig potemkische Dörfer aufgebaut, Solarzellen, es ist echt zu hart. Also hier hinter uns, wie gesagt, ist das Wirtschaftsministerium und da gehen wir jetzt noch dahinter, da ist Tag der offenen Tür 2023. Hier ist mal diese eine Veranstaltung, die extrem traurig ist und die Band, ehrlich gesagt. Also da haben sie wohl keine bessere mehr gefunden. Ja. Und wenn wir ehrlich sagen, hier wird auch noch irgendwas aufgebaut für heute Abend. Hinter mir. Das andere alles ist hier im Invalidenpark. Invalidenstraße, unweit des Hauptbahnhofs übrigens. Und jetzt gehen wir da noch schnell rüber. Ein schöner kleiner Park, ja, kleine Oase mit Brunnen, Wasser und so, wenn man sagt, hinter mir, nicht hinter mir, sondern vor mir. Ich schaue jetzt praktisch hier auf die grüne Parteizentrale und dahinter die Charité, also das ist alles geballt Berlin-Mitte. Und hier haben wir das, also wir waren gerade beim Bundeswirtschaftsministerium beim Tag der offenen Tür, weil das ist der Tag der offenen Tür. Des Verkehrsministeriums. Dreht euch. Das ist alles so lächerlich. Also ich will nichts Falsches sagen. Vielleicht war das auch noch eine kleinere Veranstaltung, der Tag der offenen Tür des Bundeswirtschaftsministeriums kommt noch. Ja, weiß ich nicht. Ja, hier haben wir jedenfalls. Wann fängt denn das an? Wann fängt denn das an heute? Ach, heute ist schon zu, da war ja gar nichts los, oder? War ja gar nichts los. Ja, aber es war auch wenig los am Tag, oder? Keine Ahnung, ich fand es schon. Ach so, okay. Ja, also liebe Zuschauer, hier sieht man, da sind ein bisschen Zelte und Schirme mit deiner Bühne. Der nette Herr von der Security sagte mir gerade, heute ist hier schon zu, ja. Morgen geht's weiter. Hier steht's auch. Danke für Ihren Besuch, Tag der offenen Tür 2024 und bis zum Tag der offenen Tür 2024, ja. Und Karrieretage haben sie auch am 19. bis 20. August. Also es ist wirklich hier, ja, die haben auch eine Straße gesperrt dafür. Ja, und jetzt gehen wir mal wieder zum Robert zurück, ja, zu seiner Swingmusik. Ja, die Band ist echt nicht gut, ja. Spielt schlampig, schief, ja. Was soll man anders erwarten? Wenn die für das Bundeswirtschaftsministerium spielen, das ist wahrscheinlich Einstellungsvoraussetzung. Nicht können. Ja. Hier können wir ja nochmal vorbeigehen. Im Hintergrund die Musik. Hoffentlich zerreißt man ja YouTube deswegen nicht das Video. Das wäre jetzt auch nicht so schön. Aber hier sieht man 19. dann 10 bis 18 Uhr. Aber ich war hier schon nachmittags, bin ich hier schon vorbeigefahren und da war wirklich. Es waren keine Massen, da waren ein paar Leute. Ich dachte, Moment mal, ja, ist es noch gar nicht richtig losgegangen oder was? Also das Interesse ist extrem wenig. Auch bei der Baerbock heute, beim Auswärtigen Amt, war wirklich, ihr werdet es im Video sehen, es kommt morgen auf die DCTV, war nichts los. Ja, wirklich nicht. Ja, ich will jetzt hier nichts irgendwie kleinreden. Das war eine ganz komische Atmosphäre, da waren keine Leute. Ja, wir bleiben mal hier vor
ich weiß nicht, was in diesen Zelten drin ist, aber das scheint hier wirklich die Veranstaltung vom Bundeswirtschaftsministerium zu sein. Hammerhart. Und hier kampieren noch andere Leute. Ja. Das ist halt hier irgendwie auch ein bisschen fragwürdig, ja, aber gut, okay. Ja, hier haben sie übrigens ganz interessant, stellt sich das Verkehrsministerium hier noch Autobahnen. Und da haben niegelnagelneue Straßenbaumaschinen stehen da. Die Autobahn, eine für alle. Ja. Und Schneeräummaschinen, was halt auf der Autobahn alles so gemacht wird. Interessant. Und da ist Security, wir wachen das Ding die ganze Nacht. Ja, okay. Ich denke, das war's. Liebe Zuschauer, wenn es euch gefällt, abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Und wenn ihr Bock habt und denkt, ja, okay, das ist ein Kanal, den unterstütze ich auch mal. Kofi Bitcoin Stripe und Deutsche Bankverbindung. Macht das gut. Danke, ihr Lieben. Oh, jetzt ist die Musik aus. Nein, geht weiter. Bitte nicht. Ich gehe weg. Macht das gut. Servus.